Dritte Runde des Kölner Kreispokals. Die Spielvereinigung Rheindörfer Nord trifft auf den FC Pesch. Eine von der Favoritenrolle her klar verteilte Partie. Der ambitionierte Kreisligist trifft auf neuem Kunstrasen auf den Mittelrheinligisten, der aber einige Punkte in der Liga schon liegen lassen hat. Nur 4 Punkte aus 3 Spielen. Diese Bilanz definitiv ausbaufähig. Die Gäste natürlich trotzdem von Anfang an dominant in den weißen Trikots von links nach rechts mit Springer. Und von links kommt Georg Sakri. Sofort die Führung vom Mann mit der Nummer 11, der immer wieder von der Außenposition in die Mitte zieht und wie auch hier den Abschluss sucht. Philipp Litzenroth hier das erste Mal nach 18 Minuten geschlagen. Guter Abschluss, die Gäste fühlen sich pudelwohl auf dem neuen Kunstrasenplatz der Rheindörfer. Zu Hause sind sie ja auch nichts anderes gewohnt. Nächste Chance, Finn-Lukas Springer verpasst kläglich das Tor, kriegt aber trotzdem die aufmunternden Worte der Mitspieler. Und die haben zur Folge, dass er es dann später besser macht nach 34 Minuten. Das 0:2 durch Finn-Lukas Springer, der heute auch als Kapitän die Pescher anführt. Hier geht er mit gutem Beispiel voran. Ballmitnahme gut, der Abschluss ebenso. Übrigens schön in der Hintertorkamera noch einmal zu erkennen. Finn-Lukas Springer antizipiert die Torwartbewegung von Litzenroth und steckt ihn dann an dem Torwart vorbei. Das kann Ali Mebodi bis zu diesem Zeitpunkt gefallen. Er würde gerne im Landespokal dann so ähnlich weit kommen wie in der letzten Saison. Man scheiterte im Halbfinale an Alemannia Aachen. Heute wird's ungefährdet. Das zeigt dann auch der Freistoß zum 0:3 von Finn-Lukas Springer. Auch wenn da nicht ganz so viel Gegenwehr dabei war bei diesem Freistoß, war der dann doch auch ruhig und sicher platziert. Dennoch, die Gastgeber kommen in der zweiten Halbzeit dann auch immer mal wieder zu Chancen, auch weil Pesch etwas zurückfährt. Guter Ball auf Montag, das wär's doch gewesen. Guter Versuch, tut sich ein bisschen weh, kriegt aber auch sofort die Aufmunterung der Fans, die dann sehen, dass Student es hier auch nochmal selber probiert. Ansonsten der Mittelrheinligist natürlich immer noch besser in der Partie. Hier mit dem eingewechselten Burger bleibt zunächst hängen. Handspielverdacht von den Fans, aber Miron Wessels macht das cool und Schiri Orbach entscheidet hier nicht auf Handspiel, sondern auf Tor. Aus unserer Perspektive schwer zu sagen. Es hätte sowieso nicht mehr den großen Unterschied ausgemacht, weil Pesch sowieso hier in dieser 75. Minute nichts mehr anbrennen lassen hätte. So macht Miron Wessels noch ein Tor für die Statistik, mehr aber auch nicht. Die Heimzuschauer aber auch durchaus so zufrieden mit der Partie. Pesch spielt attraktiven Fußball, kommt immer wieder zu Chancen. Sakri jetzt mit dem 0:5. Litzenroth war schon längst geschlagen, lag auf dem Boden. Dann konnte kein Verteidiger mehr den Fuß dazwischen halten. Und so schnürt auch er den Doppelpack in der 81. Minute. Wenn es nicht schon eine Vorentscheidung gewesen ist, dann jetzt hier erst recht. Eine Chance gab es aber noch in dieser Partie und die sehen wir jetzt hochinteressant. Schiri Orbach pfeift auf Elfmeter und das ist auch die richtige Entscheidung. Ein Pesch-Verteidiger mit der Hand dran. Hier sehen wir es nochmal gut und dann gibt es die Chance für David Mayes und den macht er zum 1:5. Der Ehrentreffer für die Spielvereinigung Rheindörfer Nord. Somit auch ein versöhnliches Ende für die Gastgeber. Den Elfmeter hat er gut geschossen und da ist Ron Meyer im Tor. Dann auch das erste Mal geschlagen. Das war's, das ist der Endstand. Rheindörfer Nord verliert mit 1:5 gegen Pesch. Ein verdientes Ergebnis. Wir hören jetzt Ali Mebodi bei Fabian Basdorf. Ja, ich bin mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich auch zufrieden. Wir haben das Spiel sehr seriös angenommen, wussten, dass der Gegner sich wehren wird, dass der Gegner uns versucht, vor Aufgaben zu stellen. Im Pokal zählt letztendlich nur das Ergebnis. Es zählt das Weiterkommen. Das war unser Ziel. Wir wollten unbedingt die nächste Runde erreichen und das haben wir, denke ich, relativ souverän geschafft. Sodass wir nach vorne gucken können und uns auf die nächste Pokalaufgabe freuen. Ja, die nächste Pokalaufgabe wird wahrscheinlich etwas komplizierter. Mit dem SV Schlebusch kommt ein Landesligist auf den FC Pesch zu.